Wir nehmen mal einmal kurz die aufgenommen Video, die Erfahrung von Ute, was für Gefühle von dieser zurück zu Ursprung. Ja. Ja. Okay, es ist ein Leben mit dir. Wie ist dein Gefühl? Sehr gut. Sehr, sehr befreiend, sehr leicht fühle ich mich, leicht und hört sich komisch an, wie neu geboren. Das ist so, das ist so. Oh, unglaublich, ja. So dankbar. Leicht so befreit, ne? So ohne Stein auf der Brust. Ja. 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 Wirklich, wirklich, wirklich schön. So als wenn ich rausgehe jetzt und sage, was gibt es hier zu erleben? Was darf ich alles Schönes Neues erleben? Das ist unglaublich, ja. So dankbar. So dankbar. Und was deine Mutter dich hierher gefühlt, ne? Ja. Und was deine Mutter mich angedockt, ne? Ja. Schick mal die Mutter hierher. Ne? Ja, das stimmt. Mama hatte ja auch mit dir so ein gutes Verhältnis. Ja. Und das ist so schön. Ja. So toll. Und das ist auch ihre Botschaft, weißt du? Ihre Botschaft. Sie hat viele Sorgen um dich. Mhm. Und sie sagt, Ming, mach was mit Ute. Ja. weil sie weiß genau, wer du bist, was du hast, weil sie hat dich 9 Monate getragen. Ja. Sie weiß genau, was du hast, obwohl hat sie nicht gesagt. Nee, das stimmt. Ne? Ja, richtig. Und nicht, dass sie nicht wusste, deine Fähigkeit. Mhm. Sie weiß das. Ja. Sie weiß das. Mhm. Und die Mutter spüren. Und diese Botschaft von Mutter. Ja. Die Kinder lieben. Aber manchmal, die Kinder spüren das nicht. Richtig. Durch ihre Mutter, manchmal, sie war sauer von anderen Dingen. Ja. Und sie hat an dich weitergegeben, richtig. Aber nicht, dass sie ist. Mhm. Genau. Weil von innerlich, sie ist wundervolle Mama. Absolut. Ne? Absolut. Und manchmal, als du kleiner warst, du hast nicht wirklich verstanden. Nee, das stimmt. Und deswegen diese Vergebung, Mama, ich bitte um Verzeihung, Mama, ich liebe dich. Ja, Mama, ich liebe dich. Und das ist auch eine Botschaft für viele Menschen hier, dass die Liebe zur Mutter, unendliche Liebe, egal was sie ist. Richtig. Egal, was sie für diese Sprache, die tun, aber innerlich. Mhm. Schau mal mehr in die Kern, ne? Ja. Und das geht über den Tod hinaus, sieht man ja jetzt, ne? Ja. 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 Mama ist jetzt 8 Jahre nicht mehr da, ne? Mhm. Also schon da. Aber irgendwie ja nicht mehr da, nicht mehr im Körper. Genau. Nur noch die Seele, ja. Ja. Mhm. Aber sie verfolgt dich. Ja. Und jedes Mal, was du gut gemacht, was du gut getan für dich selber, diese Selbstliebe, Mama, ich habe das sehr gut gemacht, Mama. Ja, ja, das sag ich. Ja, und sie ist auch glücklich. Weil jede Mutter ist immer glücklich, wenn die Kinder selbstständig und glücklich. Richtig, ja. Ja. Und du weißt, wie ist deine Seelenplan? Yes. Ich werde aufschreiben, was ich so in mir habe. Ja. Ja. Das werde ich machen. Ja. Und mit deiner Dasein, mit deiner
ausstrahlen. Mit deinem Lächeln für die Welt. Was brauchst du mehr? Ja, was brauchen wir denn? Und wenn du so glücklich bist von innerlich und auch tätig wie du bist, das bist du selber. Ja. Du hast keine Maske. Nee. Oh, ich bin der Dieter, ne? Oder? Ja. Und alles, was deine Wünsche, natürlich in Erfüllung. Aber du bist Architekt deines Lebens. Richtig. Stück für Stück. Stein auf Stein. Und wenn du in dieser Reise die Hilfe brauchst, dann kannst du immer an mich wenden. Oder eine Vertrauensperson. Nur meine Ming. Nur meine Schwester Ming. Deine Mutter ist auch meine Mutter. So ist das, genau. Ne? Und sie ist auch glücklich, wenn du wie jetzt ist, dieser Schuhstand. Wunderbar, wunderbar. Das ist so, ich bin so erfüllt, so beseelt. Wirklich. Das lässt sich kaum in Worte schaffen oder in Worte sagen. Das muss man irgendwie erleben. Das kann man gar nicht. Ja. Wunderbar. Ja. Und dann wird mit hierher. Musst du auch ein bisschen dieses Zweifel ab, ne? Zweifel, ja. Von dir, ne? Ja. In Seite. Absolut. Weil ich habe schon lange diese Sehnsucht mit dir, die Sitzung zu machen, aber du hast auch noch Hindernis, ne? Genau. Oder? Ja. Ich habe immer gesagt, du kommst, du kommst nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, irgendwie, da fehlte immer was, immer ne, ein Schubs, ich weiß auch nicht warum. Ja. Und dann kam dies und das dazwischen, man soll nichts dazwischen kommen lassen. Ne? Und Mama hat gesagt, du musst unbedingt heute. Ja. Nicht verschieben, ne? Nein, jetzt ist mal Schluss, ne? Manchmal muss man auch glatt, ne? Hier. Ja. Geht. Ja. Mach mal, ne? Ja. Und wenn du das mit dem Sei, mit dem Quantensprung, ne? Mhm. Das ist Feuerwerk. Ja. Explodiert. Oder? Es darf explodieren, aber ich bin bereit. Oh, Ming, wirklich. Ich verneige mich von deiner Gabe, wirklich. Dankeschön. Wunderbar. Und mit dieser Erfahrung möchten wir auch nur die Menschen draußen ist. Diese Spiritualität ist jeden Tag in uns. Genau. Also man nicht denken, Hokus Fokus. Nein. Sondern mit dem Herzen Menschen verbunden. Richtig. Ganz genau. Und du musst auch nicht zweifeln, wenn die Leute nicht zu dir kommen. Irgendwann kommen sie. Richtig. Wenn die richtige Zeit ist. Und du bist genauso gut, wie du bist. Dankeschön. Ne? Dankeschön. Ich liebe dich. Danke, Uta. Ich danke dir. Ja. Von ganzem Herzen. Das ist so wertvoll mit dir immer. Jede Minute, Sekunde. Wirklich. Ja. Und du darfst auch gerne dieses Video weitergeben, weil das ist so notwendig für diese Zeit. Ja, ja. Wo die Erde so viel passiert ist. Genau, genau. Hm? Ja, das stimmt. Und lass deine Licht in dir strahlen. Ja. Und diese Diamante in dir, ich bin eine Weiblichkeit und ich bin Diamante. Ja. Ja. Danke und danke und danke, danke.